los. Hier ist der See bereits 140 Meter tief. Braucht es aber keine Angst haben, weil wir haben drei Rettungsringe dabei. Ja. Ich meine, jetzt habt ihr Glück, schaut mal, jetzt ist der Nebel weg. Ja, also. Zuerst mal der volle Suppe. Bis nach Barcelona kann man auch schon erkennen, 5 Kilometer, eine halbe Stunde Fahrzeit. Das Gebirge oberhalb von Barcelona nennt man das Steinerne Meer. Das ist ein großer Gebirgszug nach Österreich. Hinter diesen Bergen liegt zum Beispiel der schöne Ort Maria Alm im Pinzgau, Saalfelden und Zellamsee. In der Mitte diese pyramidförmige Erhebung, die Schönfeldspitze, 2653 Meter hoch. Wunderbar, hinten geschlafen, die Hexe ist auch offen, ganz hinten, wo wir hergekommen sind, ganz hinten der letzte Berg. Gell? Die Hexe liegt auf dem Rücken, der Kopf ist ganz rechts, ein Fantasieberg. Rechts rotes Tal, die langen Haare, bewaldete Stirn, die krumme Nase, das Kinn, der lange Hals und so weiter. Eine rechte junge Hexe. Eine junge Hexe. Da links haben wir einen Wasserfall, den sieht man jetzt auch schon, es geht ja wunderbar jetzt. Der Königsbach, 200 Meter Absturz. Oberhalb vom Wasserfall befindet sich der Jänner, der Hausberg vom Königssee, 1874 Meter. Ein sehr beliebter Berg bei den Gästen, weil da die... Ja, das ist Bad Zollwürmwerke, nach dem Osten zum Beispiel, und es gibt hier am Seeufer lang ein bisschen Rundweg. Die Aufmerksamkeit kann man auch wandern. Schon der Eisgabhändler ist heute 2,5 Stunden hin und zurück. Die kürzeste Wanderung ist natürlich von der anderen Stunde ins Wirtshaus. Das dauert nur 2 Minuten. Links von der Kapelle die Fischerei. Der Fischermeister ist die älteste Person, die das Recht hat zu fischen. Es gibt Seeforellen, Barsche, Räte, Hechte und Seidinger. Die Kirche ist natürlich geöffnet, ja, die Wallfahrtskirche im barocken Stil, 1698.